Guten Abend, liebe Besucher und Besucherinnen am Adventskranz im Kloster Gut Aich. Herzlich willkommen. Danke für Ihre Reaktionen. Danke für Ihr Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind in der dritten Woche. Wir gehen auf Weihnachten zu und wir zünden wieder drei Kerzen am Adventskranz an. Muss ein bisschen aufpassen, dass mir das Licht nicht ausgeht. So. Immer wieder bekomme ich in diesen Tagen die offene und manchmal verdeckte Frage gestellt: Was mache ich mit meiner Einsamkeit? Offenbar ist es so, dass immer mehr Menschen, vor allem in dieser Zeit der Pandemie, unter Einsamkeit leiden. Es ist verständlich. Und das betrifft scheinbar nicht nur Jugendliche, nicht nur alte Menschen, sondern das betrifft auch Erwachsene. Und wenn wir uns mit leibseelischer Gesundheit beschäftigen, dann müssen wir sagen, Einsamkeit kann auch krank machen. Manche behaupten sogar, ich werde von der Einsamkeit umgebracht. Und wir wissen es ja selber, diese Einsamkeit kann quälend sein. Und offenbar ist das in unseren zivilisierten Nationen Österreich, Deutschland und Mitteleuropa so, dass immer mehr Menschen davon betroffen sind. Davon berichten nicht nur Medien. Wenn wir mit offenen Augen und offenem Herzen durch diese Zeit gehen, dann wird uns das auffallen. Vor einigen Tagen sah ich einen Bericht im Fernsehen, der mich wirklich sehr bewegt hat. Das Thema war die Bedeutung von Haustieren für die körperliche und seelische Gesundheit des Menschen. Ein etwa 70-jähriger Mann wurde dort vorgestellt, der lange Jahre seines Lebens nach einem persönlichen Crash und mehreren schweren Misserfolgen als Obdachloser völlig aus der Bahn geworfen war und verwahrlost in einem Wald gehaust hat. Und jetzt lebt er wieder in einer Sozialwohnung in, so sagte er, in geordneten Verhältnissen. Und er sagte in dem Bericht, all das verdanke ich meinem kleinen Hund, der Bella, die mich aus diesem tiefen Loch herausgeholt hat. Die Einsamkeit hätte mich fast umgebracht, aber mit ihr hat mein Leben vollständig sich verändert. Ich habe jetzt wieder jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann, mit dem ich reden kann, der mich versteht. Ich bin nicht mehr einsam. Eigentlich reicht diese Geschichte schon, um zu verstehen, worum es da geht. Aber vielleicht doch noch ein paar Gedanken dazu. Zunächst sollten wir zwischen Einsamkeit und Alleinsein unterscheiden. Alleinsein ist ein Zustand. Einsamkeit ein fürchterliches Gefühl. Alleinsein kann zur Einsamkeit führen, muss es aber nicht. Und noch etwas sollten wir bedenken. Einsamkeit hat nichts
mit der An- oder Abwesenheit von Menschen zu tun. Antoine de Saint-Exupéry schreibt dem kleinen Prinzen, man ist auch bei den Menschen einsam. Das heißt, Einsamkeit beschreibt auch eine tiefe Unruhe und Unzufriedenheit mit den Beziehungen, in denen ich lebe oder nicht lebe, die wir schon haben oder verloren haben. Es gehört dazu auch die Beziehung zu uns selber. Wir fühlen uns einsam, wenn wir nach sozialem Anschluss und emotionaler Bindung suchen und diese nicht mehr finden. Das Gute daran ist, nicht zwangsläufig von einem Partner abhängig zu sein. Aber wir brauchen ein Du. Wir brauchen ein Du, das uns als Dialogpartner dient, auch wenn er nicht gegenwärtig ist. Jemand hat mir einmal gesagt, wer sich einsam fühlt, der muss seinem Leben wieder einen Sinn geben. Einsam werde ich vor allem, wenn ich mein Leben als sinnlos empfinde. Und diese Sinnlosigkeit empfinden, die blockiert uns. Viele Menschen wagen es gar nicht einmal, über dieses Gefühl der Einsamkeit zu sprechen oder die Erfahrung der Einsamkeit, weil sie schämen sich dieses Gefühls. Sie schämen sich dieser Erfahrung. Sie schämen sich, weil sie einsam sind. Sie über- oder unterschätzen äußerliche Beziehungen und gehen damit zugrunde. Das geht den Bach runter. Eine Beziehung, die nicht sinnvoll ist, sinnerfüllend ist, sie macht uns auch einsam. Das klingt jetzt salopp gesagt. Es kann aber auch sein, dass es stimmt. Es ist jedenfalls nicht oberflächlich gemeint. Wir brauchen in unserem Leben eine innere Erfüllung, einen Sinn und eine Aufgabe. Und dabei geht es nicht um Arbeit, sondern um das, was unser Leben sinnvoll macht. Eine Frau hat mir gesagt, ich war 10 Jahre in einer Beziehung und glücklich. Ich hatte eine gemeinsame Lebensplanung mit meinem Ex-Mann. Neben meiner Familie, meinen Freunden und meinem Alltag hatte ich eine Lebensaufgabe: heiraten, Familie gründen, ein angenehmes oder glückliches Leben führen. Und als er mich dann verlassen hat, bestand 2 oder 3 Jahre lang meine Lebensaufgabe darin, ihn zurückzugewinnen. Über diese ganze Zeit habe ich alles daran gesetzt, meine ganzen Energien aufgewandt. Und als ich dann feststellen musste, dass mein Liebeskummer nachlässt und vorbei ist, stand ich vor einem Leben ohne Aufgabe und ohne Sinn. Und das hat mich einsam gemacht. Diese Frau hat gesagt, sie hat aus dieser Einsamkeit und aus dieser Sinnlosigkeit deshalb herausgefunden, weil sie gelernt hat, alleine zu sein. Was heißt das? Alleine sein ist ein Zustand, für den man sich frei entscheidet, den auch ein Single haben kann. Und er muss nicht alleine sein. Man kann sich ja einen Partner suchen und es muss nicht einmal ein Mensch sein,
Der alte Herr vom TV-Spot, der hat aufgezeigt, dass ein kleiner Hund das auch sein kann. Ich habe mich so gefreut, wie er mit ihm durch den Park spazieren gegangen ist und mit ihm geredet hat. Und dann fragte ihn die begleitende Reporterin, bekommen Sie eine Antwort? Sagt er, aber ja, ich kenne ihn ja. Und ich weiß ja, wer er ist und was er braucht. Und das ist eine große Chance. Denken Sie daran, dass alles Leben beziehungsfähig ist. Und wenn etwas beziehungsfähig ist, dann gibt es mir Sinn. Viele Frauen, die ich begleite, auch Männer, aber vor allem viele Frauen, machen ihr Leben sehr von einem Partner abhängig. Das ist auch verständlich. Und sie tun alles dafür und tun zu viel. Vergessen auf sich selber. Das geht nicht um Egoismus, sondern das geht um eigene Wertschätzung. Wenn ich nämlich mich wertschätze oder etwas wertschätze, dann bekommt mein Leben wirklich wieder einen Sinn. Und dann beginnt die Einsamkeit zu weichen. Aber es fällt uns schwer. Und dafür gibt es viele Gründe. Zum einen sind es oft alte Ängste und alte Erfahrungen von Einsamkeit. Zum anderen haben Menschen nie gelernt, sich selbst genug zu sein. Sie müssen immer mehr und mehr haben. Und oft kennen wir uns gar nicht. Wir kennen die Nuancen, die Licht- und Schattenseiten unserer Seele nicht und wissen nicht, was wir davon damit anfangen sollen. Meiner Meinung nach sind es die letzten beiden Dinge, die ich eben gesagt habe, also dieses ich kenne mich nicht oder ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll, sind zwei große Gründe für die Einsamkeit. Und wenn ich das so sagen würde, würde ich sagen, werde einmal eins mit dir. Werde eins mit dir und versuche das auch zu leben. Und viele gescheite Leute und sensible Leute sagen, wenn man draufkommt, dass ich selber der wichtigste Mensch bin, den es gibt, kann sich etwas verändern. Und mir kommt noch ein Gedanke. Dieses Alleinssein, dieses sich selber wertschätzen und annehmen, das hat etwas mit Gott zu tun. Wie gesagt, ich bin kein frommer Mensch, aber das, glaube ich, hat wirklich etwas mit Gott zu tun. Und zwar nicht mit den alten Gottesbildern, nicht der große alte weiße Mann mit Bart auf den Wolken des Himmels, der seine Ferse an der Erdkugel kratzt. Das ist nicht Gott. Das ist ein Gottesbild, an dem stoßen sich viele. Und viele haben mit falschen Gottesbildern auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Und deshalb ist es wichtig, das Wesentlichste, was wir von Gott sagen können, wieder ernst zu nehmen. Der Name Gottes im Alten Testament, bei der Erscheinung Gottes vor Mose im Dornbusch, da heißt es, dass Gott seinen Namen, sein Wesen offenbart. Und dieser Name Gottes ist, ich bin da. Ich bin der da ist. Ich bin da und gegenwärtig. Und genau dazu möchte ich euch motivieren,
dass ihr den Namen Gottes in euch verwirklicht. Das heißt, das Wesen Gottes in euch verwirklicht. Das Ich bin da lebt. Ich bin da. Denn ich bin der Überzeugung, wenn ich ganz da bin, wenn ich mich ganz wertschätze, wenn ich mich ganz ernst nehme, dann bin ich dem Ich bin da am allernächsten. Und wenn ich da bin und er da ist und wir da sind, dann haben wir eine Chance, aus unserer Einsamkeit herauszukommen und mit ihm all eins zu werden. Ich wünsche euch einen schönen Adventsabend und ein gutes Dasein und ein gutes Miteinandersein mit euch selber, vielleicht mit Menschen, aber ganz sicher auch mit Gott.